Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Nordfriesischer Marsch auf der Version 2.0 ohne Gräben heute am Freitag. Eine wunderschöne wünsche ich euch zusammen. Wir sind natürlich wieder live, das heißt, ich werde immer wieder mal von meinem sehr geschätzten Publikum, Live-Publikum, Tipps, Tricks bekommen und die werden mir auch sagen, wenn du fährst, wieder wie der letzte Henker. Das ist aber vollkommen normal. Aber bei uns ist tatsächlich so, heute ist der letzte Schultag. Also nicht für mich, ich bin ja schon ein bisschen raus aus der Schule, merkt man auch ein bisschen. Aber letzter Schultag, das heißt, jetzt gehen offiziell die Ferien los bei uns. Dementsprechend habe ich schon mal ein bisschen Mist verladen. Keine Ahnung, was das damit zu tun hat, ich habe aber schon mal ein bisschen Mist verladen. Weil ich würde gerne die Sache hier in Betrieb nehmen, die da oben nämlich ist. Wo war denn das? Irgendwo habe ich das gesehen, dass wir jetzt, warte mal, nicht vorsagen, Achtung. Pflaumen, Birnen, Kirschen, Äpfel, bla bla bla. Ich weiß nicht genau, wo haben wir denn die Gewächshäuser stehen? Kann mir das irgendjemand erklären? Brauerei, Molkerei, Bäckerei. Bla 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 bla. Oder sind das vielleicht Sachen, die man erst noch setzen muss? Das kannst du natürlich auch haben. Was ist hier oben? Hier habe ich noch nicht hingeguckt. Ich kann euch jetzt auch gar nicht sagen, was alles neu ist in der Version 2.0, weil ich mir die Changelog nicht angeguckt habe. Aha. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich die Möglichkeit, die Gewächshäuser einzufügen. Lassen wir uns mal schauen. Ah, hier wahrscheinlich, ne? Warte. Nicht vorsagen, das ist böse. So, ist es unter Diverses? Da sind die ganzen NF-Mods, ne? Die kennen wir ja alle, ne? Kennen wir alle. Alle zuhauf schon benutzt und so weiter. Ich habe letztes Mal einen Zuschauer gehabt, der hat gesagt, ey, wo hast du denn die ganzen Produktionen her? Und irgendwie so, hey, du kannst die einfach runterladen im Internet. Ist quasi einfach runterladen. Ganz easy peasy, ne? Link zu den Mods in der Videobeschreibung. Normalerweise sollte das einigermaßen aktuell sein. Könnt ihr euch gerne runterziehen und da dementsprechend mitspielen. Ich finde die Gewächse. Ah, hier, warte mal. Dieselherstellung, Düngerherstellung, Erdhaufen. Was ist ein Erdhaufen? Okay. Fermenter, Flüssigdünger, Heutrocken, Hoftanke, Kalkwerk, Kiesgrube, die glaube ich habe ich noch nie gesehen. Klärwerk habe ich auch noch nie gesehen. Komposter haben wir schon. Mehlfabrik, Mischfutterherstellung, Flüssigdünger, oh Gottes Willen, was sind hier alles drin da? Ah, Apfel, hier, ne? Das sind die Dinger wahrscheinlich. Ja, wie soll ich mir das jemals leisten können? Weißt du, die gehen ja immer davon aus, dass du ein Lotto-Millionär bist und du kannst dir das dann kaufen. Aber das bin ich halt einfach nicht, weißt du? Das heißt, ihr wollt mir jetzt auf gut Deutsch sagen, ich habe das jetzt umsonst in mühevoller Kleinstarbeit mit dem Frontlader verladen. Danke für nix, ne? Na gut, ich habe aber trotzdem schon fleißig gearbeitet. Und zwar, das ganze Feld Nummer 1 ist jetzt einmal gedüngt. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir werden jetzt hier mal was ansehen. Die Frage ist nur, was brauchen wir? Für die Tiere, beziehungsweise für die Kühe, ist es ja prinzipiell schnuppegal, was wir da nehmen, weil da haben wir sowieso die Mischfutteranlage. Die sehen wir hier hinten. Warte mal, hallo, guten Tag, moin. Und zwar, viel Geld brauchen wir, da hast du richtig gesagt, Marschierer. Und zwar sehen wir hier, hier ist einiges drin, ne? 37.650 Liter. Und, okay, in der Mitte ist eine Gärtnerei, schauen wir gleich mal. Das heißt, für die Tiere haben wir auf alle Fälle erstmal noch genug. Wir haben auch jede Menge Heu noch im, nicht Heu, sondern Stroh, wollte ich sagen, ne? Haben wir noch im Lager. Das heißt, auch da müssen wir jetzt nicht unbedingt Wert drauf legen, weil da haben wir noch einiges. Stroh, ja, ist ein bisschen über eine halbe Million, ne? Also sollte noch reichen. Sojabohnen bringen am meisten, wird hier geschrieben. Ja, das glaube ich halt auch. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie jetzt speziell auf eine Sache gehen werden, sondern wir werden einfach auf das gehen, was am meisten Geld bringt. So, man kennt die Methodik, ne? Und das wäre wohl, jetzt lass uns mal ganz kurz gucken, ich muss natürlich auch irgendwas nehmen, weil, was ich ansehen kann, ich will mir jetzt nicht extra wieder eine Sämaschine kaufen, so ein Rotz, das macht ja auch keinen Sinn. Sojabohnen sind ganz weit oben im Kurs, weil 1500 ist aber fallend, aber 1500 ist ein Argument, ne? Muss man sagen, kann ich auch ansehen, bin ich der Meinung, habe ich die passende Sämaschine für. Mais ist jetzt nicht so der Burner. Das ist auch nix. Eier bringen verdammt viel hier, ne? Aber da musste erstmal viel bei rumbringen, ne? Futter haben wir auch ein bisschen was, können wir auch für 1500 verkaufen. Wobei, ich würde zuerst das ganze Futter, was wir zur Verfügung haben, würde ich erstmal bei den Tieren reinhauen. Und wenn es den Tieren gut geht, geht es mir auch gut, den Rest können wir verkaufen, ne? So glaube ich ist die Taktik. Silage verkaufen bringt sich ganz genau gar nichts, weil der Preis ist sowas von im Keller. Das hast du noch nicht gesehen. Gras haben wir noch keins im Lager, wird sich aber auch ändern. Diesel haben wir, glaube ich, in die Produktion reingeworfen, ne? Das heißt, wir werden Mist bringt. Mist, wir können Mist in der Gärtnerei verkaufen. Das lohnt sich halt überhaupt nicht, ne? Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Komm, wir machen das Licht lang rum. Wir werden jetzt einfach mal, wollen wir echt zur Gärtnerei fahren? Ich weiß es halt nicht, ne? Gut, wir fahren den mal zurück. Ich werde dem Kollegen jetzt einen Anhänger spendieren. Dabei ist der ganze Mist jetzt im Anhänger drin. Mann! Miststreuer habe ich auch noch keinen, das heißt,
Ach, weißt du was? Ich würde den Mist jetzt einfach, weil er schon verladen ist, würde ich ihn jetzt einfach mal verkaufen. Ne? Das bringt uns zwar jetzt ganz genau gar nichts. Also, was heißt gar nichts? Ist gelogen, aber so ein paar Taler bringt es halt schon. Was ist... ja, Geld ist Geld. Ist richtig. Habt ihr richtig gesagt. So. Was mir aufgefallen ist, wir haben ein kleines Manko. Und zwar haben wir hier leer. Material leer. Diesel genug, Material leer. Schlecht. Müssen wir uns gleich drum kümmern. Werden wir auf alle Fälle auch heute schaffen. Ja, sag das nicht, wir haben doch schon 5 Minuten verballert. Den Streuer, den Streuerdünger wollte ich ihn jetzt gerade nennen. Was ist mit der Düngerproduktion, wurde da gerade geschrieben. Ja, die Düngerproduktion war, glaube ich, ja ein Wunsch. Achso, warte mal. Warte mal, du hast recht. Wir hatten doch gesprochen über die Düngerproduktion, aber da war noch das Problem, dass wir kein Geld für die Düngerproduktion hatten. Ne? Kompost, bla bla bla, das ist alles easy peasy. Weil es ist so, dass wir ja auch geplant hatten, jetzt kommen die ganzen Erinnerungen wieder hoch. Wir hatten ja auch geplant, dass wir mal so eine Art Düngerverkauf starten, ne? Weil das bringt jetzt auch 1100, was jetzt nicht so schlecht ist. Ich meine, das ist Abfall, ne? Das ist Mist und Gülle. Und prinzipiell kann man da mit ein bisschen Weizen auch ein geiles Saatgut produzieren, was wir uns natürlich auch aufs Lager legen können. Das heißt, richtig, ich habe vollkommen recht, wir müssen uns darum kümmern, dass wir eine Düngerproduktion an den Start bekommen, sodass wir dann einen sinnvollen... Oh ja. Ja, jetzt... wie soll ich das jetzt formulieren? Problem. Es ist so, dass ich den einzigen Anhänger, den ich habe, da ist Mist drin. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen Geld generieren. Jetzt lasse ich mal ganz kurz gucken, ob die Bank heute einen guten Tag hat. Wollen wir noch da ein paar Mal draufklicken vielleicht, dass wir vielleicht uns doch dieses Ding dann kaufen könnten? Ich mag keine ungeraden Zahlen, da muss ich ganz ehrlich... Ah ja, mehr brauche ich auch nicht. Ich danke vielmals für die Dienste. Gott, das war gerade so, ne? So, ich habe jetzt gerade spontan beschlossen, dass wir uns jetzt eine Düngerproduktion kaufen, weil es einfach sehr viel mehr Sinn macht, ne? Das muss man einfach so sagen. Die andere wunderschöne Geschichte ist jetzt halt wieder mal, wohin stellst du den Rotz, ne? Ich hätte ja gesagt, dass wir langsam aber sicher hier anfangen, weil, naja, gut, hier hat es auch Platz, aber hier wird wahrscheinlich irgendwie noch ein Stall oder sowas hinkommen. Das ist jetzt nicht so perfekt. Hier ist halt auch noch große Fläche, die würde ich erstmal noch lassen. Es ist zwar schon geplant, dass hier mal mehr Produktion hinkommen, aber für den Anfang, nee, muss ich ehrlich sagen. Hier ist Ausfahrt, hier will ich es auch nicht hinmachen. Hier können wir noch ein paar Bäume weg, aber da hat der Opa Herbert was dagegen. Da hinten ist auch schlecht, ne? Tu's auf die kleine Wiese, wird geschrieben. Ja, würde ich auch sagen, ne? Weil, ganz ehrlich, ne? Die Industrie ist im Vormarsch, es wird sowieso kommen. Deswegen können wir das eigentlich mal ganz... Ich will jetzt aber nicht so auf einen Zentimeter machen, weißt du? Ich will vielleicht schon, dass man vielleicht auch noch einen Anhänger neben hinstellen kann. Einfach so ein bisschen schöner, ne? Brauchen wir das so hier hin? Ich glaube, wir können das so hinmachen, ne? So. Habe ich gemacht. Was ich jetzt aber auch gleich noch machen werde, dass ich gleich noch ein bisschen hier... Ich bin ja der Landschaftsgärtner in der Familie, ne? Und da müssen wir halt gucken, dass wir da jetzt ein bisschen... dass der Boden auch ein bisschen hübscher wird hier, ne? Ist das der Boden? Ich muss halt jetzt unterscheiden. Das ist jetzt schon schmutzig und das ist ganz neu, ne? Und deswegen... Ja, doch. Muss man... Ja. Ja, nee. Ich bin nicht sicher, ne? Haben wir noch einen alten Boden? Nee, das sind diese Platten, ne? Die Platten kann ich halt gar nicht leihen. Oh Gott, wer hat den Berg dahin gemacht? Warte. Einmal mit Profis, ne? So. Kostet das viel Geld? Weil dann müssen wir das gleich mal jetzt beenden. Ja, das geht ja nicht. Weil es muss auch ein bisschen zum Ganzen hier passen, weißt du? Das kann sich einfach nur hinklatschen und sagen, bam, das ist es und es geht halt auch nie, ne? Das muss ein bisschen mit Herz und mit Liebe passieren. So. Das heißt, wir machen jetzt den hier. Es wird ein bisschen knapp werden, glaube ich, aber das ist nicht das Problem. Es leckt ab und zu ein bisschen. Ich glaube, ich sollte da nicht so doll ranfahren. Können wir das ein bisschen besser machen, wenn wir das, schön ist anders, ne? Aber ich sage mal so, lassen wir mal so 2-3 Wochen stehen neben der Düngerproduktion, dann fault das eh von alleine weg. Ist ja nicht so das Problem. So. Okay. Das heißt, das war natürlich absolut geplant. Jetzt stellen wir nochmal, mach das mit dem Quadrat, wurde gerade geschrieben, das ist eigentlich auch eine ganz geile Idee, ne? Wie stelle ich denn das um? Warte mal, Modifikationsform ändern, C. Aha! Das Problem ist, dass ich nicht ganz rankomme, ne? Ich weiß jetzt aber nicht, warum. Ich hätte wahrscheinlich, kluger Mann, wie ich sein könnte, hätte ich wahrscheinlich zuerst Beton gemacht und dann hätte ich das draufgesetzt, ne? Wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen, naja. So, wir parken jetzt mal eine Düngerstreu hier rein und dann werden wir...
Also ich muss mich noch um den Kartoffelroder kümmern, ne? Aber ich würde einfach mal sagen, den lassen wir heute mal durch den Rost fallen. Weil da sind wir jeden Tag so doll beschäftigt mit, ne? Hätte, Fahrradkette. Nee, ich weiß schon. Das heißt, wir stellen den Kollegen jetzt nochmal hier rein. Beziehungsweise können wir schon mal ein bisschen Gülle pumpen gehen, ne? Das wäre doch mal was. Weil da haben wir uns extra so ein großes, kleines Fass gekauft, mit dem wir das eigentlich echt schnuckelig machen können. So, das ist leer, sehr gut. Wir müssen nur gucken, wo wir das Zeug jetzt rausbekommen. Alter, das Lenkrad, ne? Das ist für die Milch, das wäre nicht so gut, ne? Wobei, eigentlich sollte man das so machen, zuerst die Milch und dann die Gülle. Aber wir machen es jetzt genau umgekehrt. Hier sieht es mir nichts. Ah, warte mal, da hinten. Schwierig. Was haben wir hier noch? Ist hier die Gülle-Abholstation? Das sieht mir eher nach Wasser aus, muss ich sagen. Gülle! Hier steht Gülle am Boden. Oh, bin ich vielleicht ein bisschen zu doll rangefahren hier. Bringt Farbe in die Milch, das ist absolut richtig. Mach mal Deckel auf! Warte, ich muss das richtige Gerät auch auswählen, weißt du? Ja, der wollte aber nicht so, wie ich jetzt wollte, muss ich sagen. Die Frage ist halt, wo halt der Punkt ist, wo ich das, ne? So, warte. Ich will doch nur auffüllen. Warum kann ich hier nicht auffüllen? Habe ich es kaputt gemacht? Warte mal, da geht doch... sag mir nicht, da geht jetzt keine Gülle rein, ne? Dann gibt's hier... Dann passiert hier aber was, ne? Warte. So, Garage. Wir müssen nachgucken. So. Da ist doch hier... Also, das ist doch Gülle, ne? Also, ne? Da war doch Gülle. Also, das ist doch hier... Ich weiß ja nicht genau, ob der Aufladepunkt ganz vorne oder ganz hinten ist. Das sind wieder so Aktionen, ne? Das kann ich ja leiden, muss ich sagen, ne? Deckel oben habe ich schon aufgemacht, bevor die Aussage kommt. Mach doch mal den Deckel oben auf. Habe ich ja schon gemacht, was, ne? Jetzt fahren wir nochmal ein bisschen näher ran hier. Das Problem ist, auf die andere Seite komme ich halt nicht wirklich, ne? Ich bin die ganze Zeit am R-Taste spammen, aber... Der will die ganze Zeit abladen, aber da ist auch nichts drin. Ja, jetzt komme ich nicht mehr weiter, ne? Die Trigger sind falsch gesetzt. Oh Mann, ey. Haben wir... Warte mal, welche Taste war denn das? Ich drücke wahrscheinlich gleich wieder den falschen Knopf. Ah ja! Nee, das war's nicht. Aber das müsste doch hier sein, ne? Also hier, ich denke doch, dass hier, das müsste doch der Trigger sein, theoretisch, ne? Oder sehe ich das falsch? Hier ist nicht. Das hier ist doch der Trigger, Gülle. Der Trigger für den, oh Gott. Das ist doch hier für Gülle holen, ne? Eigentlich, wenn ich hier reinfahre, oh Gott, das will. Da muss es doch eigentlich funktionieren. Das ist schwierig. Okay, warte mal. Wir werden zuerst mal Mist reinhauen, damit wir heute irgendwas Produktives gemacht haben. Ah ja! Danke für nix. So. Ja, neues Gerätchen muss natürlich wieder befüllt werden, ne? Wie viel Gülle ist drin, wird gerade gefragt. Es ist schon ausreichend da, also es wäre jetzt nicht so fast 50.000 Liter, weißt du? Also ist nicht so, dass wir jetzt hier mit ein paar Liters rum, also ich kann nicht mit der Flasche kommen und das mitnehmen, das geht nicht aus, ne? Das hängt mit der Konfiguration des Anhängers zusammen. Och nö, ehrlich jetzt? Ich habe aber eine kleine Werkstatt. Ne, habe ich eine Werkstatt? Ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen, ne? Das Fass kann das. Also, laut Beschreibung. Ja, mit der Flasche war nur eine Idee, ne? Okay, das heißt, es gibt wohl Probleme mit diesem Fass. Okay, da müssen wir uns vielleicht drum kümmern. Jetzt lass mich aber nochmal, das lass mich jetzt keine Ruhe, ne? Warte, wir müssen das jetzt mal, wir müssen das richtig professionell machen jetzt. Und zwar, ich mache das jetzt mal so, wie wir das früher gemacht haben im Hof, ne? Wir haben ja früher, ne? Aber ja, früher haben wir alles hin und her getragen. Ich will nur gucken, ob das was mit dem Trigger zu tun hat. Deswegen, weil bis das jetzt hier rückwärts eingeparkt ist, sehen wir uns am Sonntag wieder zu der Folge, weißt du? Das dauert einfach einen Moment. Deswegen habe ich es einfach nur mal ein bisschen nach hinten geschoben. Ist ja kein Problem, weißt du? Ist ja nur ein Sattel. Aber das geht tatsächlich auch nicht. Es gibt noch eine Variante und zwar, könnte nochmal. Zur Werkstatt wird hier gesagt. Okay.
Das ist tatsächlich jetzt gerade schwierig, ne? Warte mal, wir haben gesagt, wir sparen uns die Werkstatt und fahren dann direkt zum Händler, ne? So irgendwie war das doch. Ja, ich glaube, so war das. Lass uns jetzt nochmal gucken, ob da vielleicht jetzt irgendein Problem herrscht. Ich habe jetzt schon öfter gehört, das Fass war ausgewählt. Ich habe jetzt schon öfter gehört, vielleicht ist das eine Konfigurationsgeschichte. Das werden wir jetzt rausfinden. Deckel habe ich tatsächlich aufgemacht, ne? Bevor die Frage kommt, dass ein Deckel aufgemacht. Ja, ja. Trigger sind zu klein, lese ich jetzt gerade. Ja, das vermute ich jetzt gerade tatsächlich auch. Aber ich bin jetzt kein Experte, was Trigger-Dingens angeht. Deswegen muss ich mich da ein bisschen auf den Modder verlassen. Oder auf die Modder verlassen. So. Hallo, Grüße. Ich habe da ein kleines Problem mit meinem neuen Anhänger. Verdammt nochmal. Und zwar, da steht ein Gewicht. War das, nehmen wir gleich mit. Das war nämlich meins. Entschuldigung, habe ich liegen gelassen. Tut mir leid. Wenn irgendwelche Kosten entstanden sind, verrechnet sie mir bitte nicht. So. Und zwar, zack, das wollte ich noch mitnehmen. Reparieren können wir es auf alle Fälle mal und konfigurieren. So, du kannst hier nicht konfigurieren, du kannst hier nur konfigurieren, Silo-Kippe, bla bla bla, weißt du? Also viel mehr kann ich, und hier Breitreifen oder Standard, so, das war's. Das war's mit den Auswahlmöglichkeiten, weißt du? Was wir machen, wir könnten eine Sache probieren. Ich bin zwar kein Freund davon, aber wir werden das einfach jetzt mal zurücksetzen. Eigentlich sind wir ja schon fertig für heute, muss man dazu sagen. Aber das ist eine Sache, die ich jetzt tatsächlich noch machen möchte. Weil vielleicht ist da irgendwie, es wurde auch gerade geschrieben, dass es ab und zu ein Problem ist, wenn du mal Milch damit transportiert hast und bla bla bla, dann nimmt das nur mehr Milch. Jetzt müssen wir mal jetzt einfach mal zurückgesetzt, ne? Das kostet jetzt prinzipiell nicht. Und jetzt wird einfach mal getestet. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir uns echt was überlegen, weil dann muss ich, ich will jetzt nicht auf Krampf ein anderes Fass kaufen, ne? Aber das ist nicht gut auf alle Fälle, das muss man dazu sagen. Super eingepackt werden, kein Problem. So, das versuchen wir jetzt noch und dann sind wir erstmal fertig. Heute ist eigentlich Bergmann-Freitag, ne? Deswegen, hat kurz geleckt, heute sollte schon eine Folge erschienen sein und heute Mittag und heute Nachmittag sollte noch eine Folge erschienen sein. Habt ihr gestern das Video gesehen? Wenn nicht, schaut euch gerne nochmal im Kanal vorbei. FSL-Video. Das erste FSL-Video ist online gegangen. Ich muss mir die Resonanz jetzt angucken von euch da draußen, ob ihr das schauen wollt, ob ihr das nicht schauen wollt, ob ihr sagt, vergiss den Rotz. Einige haben gefragt, was für ein Spiel ist das? Ich habe mir gedacht, ja moin. Aber gut, ja. Ist halt leider so, ne? Jetzt fahren wir aber nochmal außenrum, ne? Ich will es einfach nochmal versuchen, weil vielleicht, wie gesagt, ich kann nichts umkonfigurieren. Vielleicht ist das jetzt einfach gelöst. Wenn der Kollege Feed Action sehen sollte, schöne Grüße nochmal an der Stelle. Und vielleicht kannst du mir mitteilen, an was es scheitert. Ist es mein Anhänger? Ist es der Stall? Ist es was anderes? Ist es das Wetter? Oder ich weiß es halt nicht. Es geht immer noch nicht. Es ist immer noch nicht. Okay. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Für den Moment ist es eh nicht. Ist es eh Schnuppe. Wenn das nicht funktioniert, dann werde ich mir morgen so ein kleines Dingens mieten und da werde ich jetzt mal rüberfahren. Ne? Wir sind aber erstmal fertig. Liebe Leute, danke herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen auch schon wieder zu einer weiteren Folge. Endemarsch. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.